Wir testen heute das heißeste neue Make-up zusammen aus. Hey Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Dankeschön fürs Reinklicken. Wie ihr schon am Thumbnail gesehen habt, ich habe einen Haufen an neuer Make-up-Produkte. Teilweise habt ihr die letztens in meinem Haul gesehen. Es sind jetzt aber auch nochmal ein, zwei neue Sachen dazu gekommen, die ich unbedingt ausprobieren musste. Und das Ganze wollte ich heute mit euch zusammentun. Wir haben die neue R.E.M. Sweetener Foundation. Wir haben den neuen Easy Bake and Snatch Powder von Huda Beauty. Wir haben einen neuen Cream Blush von Summer Fridays. Die neuen Shadow Sticks von Fenty. Wir haben die neuen Concealer von House Labs und Make-up bei Mario. Ich denke, das wird ein längeres Video. Schnappt euch einen Kaffee oder euer Make-up-Zeug und dann machen wir uns zusammen fertig. So, wir testen heute zusammen die neue R.E.M. Foundation aus. Ich hatte euch die letztens schon in meinem Haul gezeigt, aber da habe ich euch gesagt, ich habe die falsche Farbe gehabt. Die war einfach zu gelbstichig. Und habe jetzt entschieden, mir die nochmal in einem anderen Ton zu holen. Ich habe jetzt den Ton Medium 7N. Und das sollte vom Unterton her einfach ein bisschen besser passen. Ich habe aktuell schon Pflege drauf, Sonnencreme und Primer. Ich habe den Glowish Primer drauf. Ich habe die Foundation schon ein, zwei Mal getragen. Ich habe aber noch keine komplette Meinung dazu. First Impressions waren auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, die Foundation kostet 29,95. Das ist eine Hybrid Hautpflege Foundation. Soll die Haut mit sofortiger Feuchtigkeit versorgen und die Haut mit der Zeit auch verbessern. Es ist eine modellierbare, leicht zu verblendende Deckkraft. Formuliert mit unserer Hydra Smooth R.E.M. Essence. Eine klinisch erprobte Mischung aus Himbeerblätterextrakt, Hyaluronsäurekügelchen, sorgt die Sweetener Foundation für eine sofortige, intensive Feuchtigkeitsversorgung, die bis zu 4 Wochen anhält. Hier ist außerdem Niacinamide drin. Das soll das Porenbild natürlich verfeinern, fahle Haut korrigieren und mattieren und aufhellen. Außerdem ist hier eine Mischung aus Kakaosamen, Karotten und weißem Ingwer drin. Der ist dafür bekannt, vor blauem Licht und anderen Umwelt- und Stressfaktoren zu schützen. Interessant. Vom Coverage her steht hier jetzt nichts. Ich fand aber, dass es relativ deckend ist. Also es ist mindestens ein Medium Coverage. Ich finde das Packaging cool. Ist auf jeden Fall ein bisschen mal was anderes. Das hier ist wohl Plastik. Es ist kein Glas. Ich gucke heute, dass ich nicht so viel aufgebe, weil ich hatte das Gefühl, als ich sie letztens mal drauf hatte, dass es ein Ticken zu viel war. Und wenn ihr die erstmal auf den Handrücken gebt, seht ihr, dass die nicht flüssig ist oder so, sondern es ist eher so eine cremige Textur. Das Coole ist, aber wenn ihr die einblendet, dann wird sie unheimlich dünn und mousig. Hat mich so ein bisschen hier an die One Size Turn Up The Base BBB Cream erinnert, falls ihr die kennt. Die ist auch so cremig und lässt sich dann aber super dünn und mousig einblenden. Ebenfalls von Too Faced die Cloud Foundation. Die ist auch ähnlich in der Konsistenz. Wobei ich das nochmal dünner fand. Ja, aber ich quatsche jetzt nicht lange rum, sondern ich gebe es mir mal auf. So, und viel besser vom Unterton, ist mehr olivstichig als der andere Ton, den ich hatte. Der war einfach zu gelbstichig. Und schaut mal, was das jetzt wirklich für einen perfektionierenden Effekt gegeben hat. Ich finde, es ist definitiv porenverfeinernd. Ja, es ist so ein Satin-Matte-Finish. So, meine Stirn ist momentan immer noch super trocken und die Foundation ist da sehr, sehr schön drüber geglitten. Gebe mir noch ein bisschen was auf. So, und dann gehe ich überall nochmal mit dem Beauty Sponge drüber, um so ein bisschen das Überschüssige wegzunehmen. Es ist jetzt aktuell so ein Light to Medium Coverage. Man kann es wahrscheinlich aber noch ein bisschen stärker aufbauen, aber das würde definitiv so für mich reichen. Und ich habe, wie gesagt, auch das Gefühl gehabt mit der Foundation, wenn man zu viel nimmt, kann das den Tag über so ein bisschen make-up-y aussehen. So, was mich an der Foundation wirklich am meisten erstmal beeindruckt hat am Anfang, war dieser porenverfeinernde Effekt. Also das hat wirklich, ja, direkt so ein bisschen so einen Filter-Effekt gegeben. Ach so, an welche Foundation mich es auch noch erinnert hat. Nur, dass hier die viel, viel, viel feuchtigkeitsspendender ist, ist hier die neue Foundation von NYX, diese Blur Skin Foundation. Nur die ist halt super, super austrocknend. Also auf keinen Fall was für trockene Haut. Im Gegensatz zu der hier jetzt. Nur damit ihr so ein bisschen wisst, wie ich das mit der Konsistenz meine. Dieses buttrige, mousige. Concealer. Und da benutzen wir auf der einen Seite den House Labs und auf der anderen Seite den Make-up bei Mario, weil ich immer noch nicht ganz sicher bin, welchen Concealer ich lieber mag. Als Concealer habe ich hier den neuen House Labs Concealer. Den habe ich im Ton 21 Medium Neutral. Ich hatte da auf der Website so einen Shade-Test gemacht, welcher am besten zu meinem Foundation-Ton passt.
Und der passt tatsächlich ganz gut, finde ich. Und den gebe ich mir auf die rechte Seite auf. Was mich hier super irre macht an dem Concealer ist, dass der Applikator zu groß ist für die Öffnung. Ich habe den neu, ich habe den erst ganz wenig benutzt und das ist schon komplett verschmiert. Ich habe sogar gestern sauber gemacht, das ist jetzt wieder schmierig geworden. Das ist echt blöd. Der Concealer hat auf jeden Fall ein bisschen so eine dickere Konsistenz. Leicht gelig. Lässt sich aber schön einblenden. Und ja, gibt der Haut so einen frischen Dew irgendwie. Ist, glaube ich, ein ganz guter Alltagsconcealer. Gibt aber trotzdem auch ganz gut Coverage. Also es ist nicht so ein, ja, so ein Hautpflege-Serum-Concealer, der irgendwie kaum Coverage gibt und fast nur Dew. Auf der anderen Seite geben wir den Make-up beim Mario Concealer auf. Den habe ich auch neu. Ich habe ein Welcher Concealer ist besser Video angefangen zu drehen. Ich war mir aber am Abend nach dem Wear-Test immer noch nicht sicher. Deswegen bin ich das jetzt momentan noch ein bisschen am Austesten. Also ja, das Video kommt noch. Da werde ich dann auch nochmal im Detail auf die beiden Concealer eingehen und euch sagen, was ich denke, welcher Concealer für welchen Typ besser geeignet ist und auch welchen ich natürlich besser finde. In dem Make-up by Mary Concealer habe ich den Ton 180. Der ist ein Ticken hell. Und der Make-up by Mario Concealer ist definitiv auch dünner in der Konsistenz als der House Labs. Und der soll Self-Setting sein, was natürlich auch immer nett ist. So, und zum Setten habe ich hier den neuen Easy Bake and Snatch von Huda Beauty. Den benutzen wir jetzt aber nur für unter den Augen. Ich habe jetzt hier den Ton Cherry Blossom Cake mitgenommen. Ich habe in dem Loose Powder den Ton Cupcake. Der ist auch leicht rosastichig, aber nicht so stark wie Cherry Blossom. Damals war Cherry Blossom immer ausverkauft, deswegen ja, habe ich mir den irgendwie nie geholt. Aber als sie jetzt hier mit dem Pressed Powder rausgekommen ist, habe ich mir gedacht, okay, komm, dann probierst du den mal mit diesem rosastichigen Unterton. Ich finde, es passt halt nicht immer, aber gerade wenn man vielleicht irgendwie mit einem rosa Blush oder so arbeitet und alles mehr so ein bisschen in Rosatönen lässt, was ja sehr, sehr angesagt ist momentan, dann kann das natürlich einen sehr schönen Effekt haben. Und dadurch, dass der jetzt aber auch nicht wirklich günstig war, 38,95, wollte ich erstmal schauen, wie ich den finde. Wenn er mich aus den Socken haut, werde ich mir eventuell dann auch noch einen in einem eher gelbstichigeren Ton holen. Ich nutze jetzt heute so einen normalen Powder Puff, nicht den, der dabei ist. Mir fällt gerade ein, ich hatte mir auch ein paar Videos angeschaut, als Huda den Puder vorgestellt hat. Und sie hat unter den Augen trotzdem ein bisschen hier mit dem Loose Powder gesettet zuerst. Und ich glaube, das machen wir auch. Ich würde euch sowieso empfehlen, wenn ihr den Concealer settet, dass ihr nicht direkt mit dem Powder Puff reingeht. Weil das kann manchmal den Concealer wieder abdunkeln quasi oder das Coverage wegnehmen. Geht erstmal mit einem fluffigen Pinsel und nur so ein bisschen drüber. Und danach könnt ihr immer noch mit dem Powder Puff drüber gehen. So, ich habe jetzt hier ein bisschen von dem Easy Bake drauf. Es hat auf jeden Fall einen Brightening-Effekt gegeben. Der soll aber angeblich auch ein bisschen mehr Coverage haben. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gesehen. Ja, aber er hat definitiv nochmal einen Brightening-Effekt gegeben, wenn wir es jetzt vergleichen. Fühlt sich aber übrigens, wenn man reingeht, nicht sehr buttrig soft an. Also hier soll ja auch Hyaluronsäure und so mit drin sein. Der fühlt sich hart an. Ich bin noch nicht sicher, muss ich sagen. Also ich würde ihn nicht unbedingt als Alternative, glaube ich, zu dem Loose Powder benutzen, sondern wenn so ein bisschen als Zusatzding. Oder wenn man sich halt beeilen möchte, ist natürlich so ein Pressed Powder auch viel, viel praktischer oder halt zum Mitnehmen, dadurch, dass ihr auch den Powder Puff drin habt. So ein Loose Powder dauert natürlich immer so ein bisschen länger und ist ein bisschen mehr messy als jetzt so ein Pressed Powder. Aber ich hatte mir irgendwie einen größeren Blurring-Effekt davon versprochen, muss ich sagen. Aber aufgehellt hat es. So, und als Bronzer wollte ich hier den Soft Scalp Powder Bronzer von Make-up by Mario mit euch austesten. Make-up by Mario ist endlich bei Sephora Deutschland angekommen und ich habe mir hier den Soft Scalp Bronzer im Ton Light Medium geholt. Es ist das gewohnte Make-up bei Mario Packaging, das ist Metall, also fühlt sich sehr hochwertig an. Und ja, hier habt ihr einen Spiegel und das ist der Ton Light Medium. Ich finde, es ist relativ dunkel für Light Medium. Ich habe noch gar nicht mal eine Stirn gesettet. Bevor wir den Bronzer aufgeben, gebe ich mir hier ein bisschen von dem Kosas Cloud Set Powder auf. Der ist perfekt für Leute mit trockener Haut und ich liebe ihn aber auch so, er gibt auch einen unheimlichen Blurring-Effekt und besonders da meine Haut momentan an der Stirn ja so trocken ist, liebe ich den zu benutzen, weil er halt schön settet, aber diesen cloudy Airbrush-Effekt gibt. Ja, hier an der Stelle ist meine Extremstelle, wo das gerade so ein bisschen fleckig aussieht.
Das müssen wir ignorieren. Ich finde den Grad der Pigmentierung schön. Es ist nicht zu krass. Ich mag es nicht so gerne, wenn Bronzer so in your face pigmentiert sind. Der Ton ist auch, glaube ich, ganz passend. Er ist komplett matt, hat also keinen Sheen. Sieht aber trotzdem jetzt nicht austrocknend aus und liegt auch sehr, sehr dünn auf der Haut. So, dann habe ich hier als Blush von Summer Fridays den Blush Balm. Und ich will es ausprobieren, ob das funktioniert, dass wir den jetzt über unser schon gepudertes Gesicht geben. Mit manchen Cremeformulierungen kann man es machen, mit manchen nicht. Der ist aber wirklich recht teuer und deswegen erwarte ich eigentlich, dass das funktioniert. Ich hätte mir den geholt, weil ich den Ton so super schön finde. Das ist so ein Burnt Orange Ton. Schön für den Sommer, aber ich finde auch super schön jetzt für den Herbst. So, was jetzt nur wichtig ist, wir dürfen natürlich jetzt nicht direkt aufs Gesicht aufgeben. Das heißt, ich nehme mir hier einen Pinsel und gebe da so ein bisschen was von drauf und dann tappen wir und schauen mal, was passiert. Weil er ist auch dafür, dass es so ein Balmstick ist, nicht zu glowy. Also beispielsweise die Blush Balmsticks von Pat McGrath sind definitiv stärker im Glow. Der ist relativ matt sogar. Und das hat jetzt auch gut über den Puder funktioniert. Idealerweise, wahrscheinlich gibt man es besser nicht über den Puder auf, dann hat man eventuell auch noch ein bisschen mehr Color Payoff. Ich wollte jetzt einfach mal nur mal austesten, ob es theoretisch möglich ist. So, als nächstes machen wir die Augenbrauen und da habe ich auch was Neues und zwar hier von Make-Up by Mario das Brow Gel. Normalerweise mache ich es meistens mit diesen Brow Gelen so, dass ich das erst aufgebe und danach mit einem Marker reingehe, weil das wirklich so ein bisschen auch diesen Laminated Brow Look gibt. Aber ich wollte es heute mal andersrum testen. Ein Produkt, was jetzt nicht brandneu ist, aber definitiv auch neuer und wovon ich euch auch, glaube ich, nicht berichtet habe, ist hier der Brow Harmony Precision Pencil von Rare Beauty. Ich glaube, den haben wir schon mal ausprobiert. Ich hatte euch aber in meinen Speed Reviews da noch gar kein Update zugegeben. Das hatte ich vergessen. Ich finde ihn auf jeden Fall besser, als ich dachte. Er ist perfekt, wenn man wirklich keine Zeit hat und ganz schnell so ein bisschen die Augenbrauen auch ausfüllen möchte. Oder wenn man auch jetzt sehr wenig Augenbrauenhärchen generell hat, denke ich, dass er toll ist. Er ist für meinen Geschmack, also zum einen mag ich diesen, es ist kein Triangular Shape, sondern so ein Diamond Shape so ein bisschen. Und ist nicht unbedingt meine Lieblingsform. Also ich mag diese ganz dünnen einfach lieber, so wie der Precisely My Brows oder der von Huda Beauty. Aber wie gesagt, wenn man schnell ausfüllen möchte, ist der nicht schlecht. Und ja, sie haben ihn ja jetzt auch ein bisschen härter gemacht. Der alte Pencil war ja super waxy und, also wie ich gehört habe, ich habe ihn selber nicht getestet, ich rede gerade so, als ob ich ihn kennen würde, habe ich jedenfalls gehört und ja, ich glaube, der hatte auch nur schlechte Reviews bekommen. Ja, und dann wurde der jetzt halt hier, glaube ich, neu formuliert. Er ist für meinen Geschmack trotzdem noch ein Ticken zu wachsig. Also er könnte noch ein bisschen fester sein, aber es ist okay. Also er ist nicht schlecht auf jeden Fall. Ich denke tatsächlich sogar, dass richtig viele Leute damit gut klarkommen würden. So, und dann haben wir hier das Make-up by Mario Brow Gel. Das ist das Masterhold Brow Gel. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Also das hält wirklich die Augenbrauen in place. Es fühlt sich aber überhaupt nicht klebrig an. Ihr habt keinen weißen Residue oder sowas. Es fühlt sich auch nicht unangenehm hart an die Augenbrauenhärchen. Die sind zwar schon fest und so, aber es ist jetzt nicht so wie der Gatsby Glue oder so. Und ihr habt hier auch ein ganz cooles Bürstchen, finde ich. Ihr habt nämlich auf der einen Seite so einen längeren Kamm quasi. Und dann hier der kürzere. Ich benutze immer erst den kürzeren und danach nochmal zum Auffluffen den längeren. Und das Brow Gel gibt wirklich den Augenbrauenhärchen so einen richtig schönen, definierten Look. Also durch den Augenbrauenpencil, den wir jetzt drunter haben, sieht das Ganze ja etwas flächiger aus. Aber man kann damit so richtig schöne Fluffy Brows machen, wenn man zuerst nur den benutzt und dann beispielsweise mit dem NYX Lift and Snatch Stift, dieser Eyeliner Brow Pen quasi, einfach Härchen malt, dann kriegt man so richtig schöne Fluffy Brows hin. So, für die Augen habe ich hier von Fenty Beauty den neuen Shadow Stick. Und zwar habe ich hier den Ton Come and Get It. So, und den gebe ich mir jetzt als Base auf. So,
ich habe mir gerade hier meine Patrick Ta Major Dimension 2 Palette rausgesucht und habe mir jetzt hier einen Wing gezogen mit diesem braunen Cream Shade hier unten. Und das ist eigentlich jetzt auch der perfekte Braunton, weil er sticht trotzdem noch raus. Er ist jetzt nicht zu dunkel, es ist eher so ein rosiges, warmes Braun. Und genau den Ton wollte ich. Um das Ganze zu setten, gehe ich dann einmal hier in den Ton. Wir testen den Anastasia Beverly Hills Mascara. Und zwar ist es der Lash Scalp Lengthening and Volumizing Mascara. Und ich meine, ich habe sehr, sehr, sehr viel Gutes darüber gehört. Und ja, bin gespannt. Packaging ist ziemlich Anastasia Beverly Hills mäßig und sieht edel aus. Bürstchen ist ziemlich basic. Also gar nichts Besonderes, aber das muss nichts Schlechtes heißen. Die Mascara hat mir ganz gut gefallen. Also sie ist definitiv nicht so nass und klatschig wie die erste Anastasia Beverly Hills Mascara. Die hat mir gar nicht gefallen. Die ist auf jeden Fall etwas trocken in der Formulierung. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass die Bürstchen relativ lang sind, kann man die Wimpern sehr schön trennen. Es kommt auch nicht zu viel Produkt an die Bürste ran. Also die Formulierung ist halt trotzdem relativ dünn. Und sie macht ein Volumizing-Effekt, aber nicht dieses klatschige Volumizing, sondern man hat wirklich so, ja, einen relativ schönen Trenneffekt, sodass das so aussieht, als ob man sehr, sehr viele Wimpern hat. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt jetzt nicht den dramatischsten Effekt, aber es sieht sehr fein aus. Also wenn man das mag, dass die Wimpern quasi Volumen und Länge geben, aber auf so eine feine Art und Weise, dann denke ich, dass er sehr schön sein könnte. Und mir hat er jetzt auch richtig besonders gut für unten gefallen. Dadurch, dass, wie gesagt, die Bürstchen irgendwie so, also die einzelnen Borsten relativ lang sind und nicht so viel Produkt runterkommt, hat das jetzt gar nicht gekletscht und hat einen schönen Lengthening-Effekt gegeben. Aber wir müssen natürlich schauen, ob es Transfer gibt. Dann haben wir jetzt nur noch Lippen. Und da wollte ich die Lip Liner von Make-up bei Mario benutzen. Da habe ich einmal den Ton Almond und einmal den Ton Milk Chocolate. Almond habe ich euch, glaube ich, in meinem Haul gezeigt. Und danach hatte ich mir aber noch Milk Chocolate geholt, weil das auf YouTube eine Make-up-Artistin empfohlen hat, Nikki LaRose. Kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Die macht ganz tolle Videos. Und genau. Ich muss sagen, für meinen Geschmack sind die Make-up bei Mario Lip Liner ein bisschen zu wenig cremig. Also mir gefallen beispielsweise die Charlotte Tilbury, Natasha Denona oder auch Huda Beauty Lip Liner besser. Es ist nicht schlecht, aber ich glaube, ich würde mir jetzt nicht noch einen Ton holen. So, und ich wollte für ganz außen den benutzen. Was halt ganz schön ist, dass ihr hier immer an der anderen Seite dann noch so ein Pinselchen bekommt. Wobei das auch relativ schnell ausfranst. Und dann toppen wir das Ganze hier mit den neuen Charlotte Tilbury Airbrush Lip Creams. Ich liebe das Packaging, aber gut, das ist bei Charlotte Tilbury nichts Neues. Ich habe den Ton Nude Blur und ich liebe auch den Ton. Ich war erst unsicher und bin aber froh, dass ich den genommen habe. So, der da. Das andere war der Fenty Eyeshadow Stick. Ich habe von euch gehört, dass die wohl nicht so lange halten sollen, aber ich muss sagen, sie fühlen sich wundervoll an. Absolut wie Wolken. Und ich finde, sie riechen auch gut. Es riecht so ein bisschen karamellig. Und es hat einen Blurring-Effekt auf den Lippen. Aber trocknet halt nicht vollständig runter. Ja, dadurch wahrscheinlich halt auch nicht so die ewig lange Haltbarkeit. So, aber ich finde, das geht jetzt mega gut mit dem Blush. Apropos Blush, es ist mir irgendwie zu wenig Blush. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es fehlt irgendwas. Den Augen bin ich zufrieden. Ich bin am Überlegen, ob ich versuchen soll, das noch was aufzubauen oder ob ich noch mit einem Puderblush toppen soll. Ich versuche es mal noch ein bisschen aufzubauen. Geh mal mit den Fingern rein. Ist halt auch, die Summer Fridays Produkte sind halt auch sehr sheer und soft. Es ist wirklich so ein, ich würde sagen, Natural Finish. Es ist definitiv kein Dewy Finish, was ja sehr, sehr unüblich ist für so einen Blush Balm. Ich bin mal gespannt, wie die halten. Dadurch, dass sie halt nicht ganz so viel Dew geben, kann ich die auf jeden Fall auch weiter reinholen, weil die halt nicht so Poren und so hervorheben. Cool. Ja, ich glaube, das gefällt mir besser. Was machen wir jetzt? Jetzt brauchen wir noch Setting Spray. Ich habe mir von Milk Makeup das Hydro Grip Set and Refresh Spray geholt. Ich weiß, das ist jetzt nicht neu, aber ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Ich weiß es aber nicht genau. Ich habe gehört, dass es eher so ein bisschen glowy ist. Und ich weiß, dass die R.E.M. Foundation über den Tag hinweg auch sehr glowy wird. Ob das jetzt hier das beste Match ist? Nee, ich habe es gerade entschieden. Ich benutze hier besser was ein bisschen mattierender ist. Und dann benutze ich hier von Make-up Forever das Mist & Fix Matte Spray. Das habe ich hier mal in so einer kleinen Testpackung bekommen. Und es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und es riecht auch sehr, sehr gut. Wir fassen ganz schnell zusammen. Ich bin sehr, sehr glücklich mit dem neuen Ton in der Foundation. Und bin jetzt gespannt,
wie sie sich den Tag über heute tragen wird. Also First Impressions von der Foundation, ich hatte sie ja auch schon mal getragen, war sehr, 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 sehr gut. Ich habe halt nur ein bisschen Sorge, weil mir ist aufgefallen, dass sie sehr glowy wird den Tag über. Aber ich habe jetzt heute ja auch nochmal so ein bisschen anders die Haut gepreppt, ein extra mattierendes Fixing Spray genommen. Deswegen, ja, werde ich da entweder in der Infobox oder in den Kommentaren updaten. Vielleicht schaffe ich es auch nochmal vor die Kamera zu kommen. Ich weiß nicht hundertprozentig, aber ich werde sowieso in meinen Speed-Reviews nach ein paar Wochen nochmal auf die Foundation zurückkommen. First Impressions, unglaublich hautperfektionierend, unglaublich schöner Blurring-Effekt, lässt sich unglaublich schön in die Haut einblenden. Es sieht allerdings schon nach Make-up aus. Also das ist jetzt schon was, was so ein bisschen mehr Deckkraft auch hat. Es hat wirklich eine Foundation. Und denke, dass die auf jeden Fall für Leute mit trockener Haut sehr, sehr schön sein wird. Für sehr ölige Haut würde ich sie, glaube ich, was ich bis jetzt denke, nicht empfehlen. So, dann haben wir hier unsere beiden Concealer. Wie gesagt, da bin ich ja noch an dem extra Video dafür dran, weil ich mir hier immer noch nicht ganz sicher war. Sie haben auf jeden Fall beide etwas höhere Deckkraft definitiv. Der ist ein bisschen dünner in der Formulierung. Das hier ist eher so ein bisschen gelcremiger und gibt auf jeden Fall auch mehr Feuchtigkeit als der Make-up bei Mario. Der könnte manchmal etwas austrocknend sein, glaube ich. Also wenn man mit sehr trockenen Under Eyes zu tun hat, weiß ich nicht, ob das das Richtige ist. Dann haben wir hier den Huda Beauty Easy Bake and Snatch Press Powder. Ich habe jetzt ja heute so ein bisschen so einen Mix gemacht zwischen dem Loose Powder und dem Pressed Powder. Für mich wird es, glaube ich, eher so ein Zusatzpuder, wenn ich ein bisschen aufhellen möchte. Ich glaube nicht, dass der für mich so komplett zum Setten so das Beste ist. Da bleibe ich, glaube ich, irgendwie lieber beim Loose Powder. Das heißt, wenn ich wirklich so einen Blurring-Effekt in meine T-Zone geben möchte. Aber den, denke ich mal, sehe ich mich auf jeden Fall hier so zum Aufhellen benutzen. Hat definitiv einen schönen aufhellenden Effekt gegeben und es sah auch sehr, sehr dünn aus auf der Haut. Also das ist dann nicht irgendwie noch cakey geworden oder so. Das kann ja auch schon mal passieren, wenn man das oben drüber nochmal gibt, so ein Press Powder. Ich hätte mir gewünscht, dass er sich ein bisschen smoother und irgendwie, na, cremiger ist jetzt das falsche Wort, aber so ein bisschen weicher anfühlt. Er fühlt sich recht hart an. Ach so, und die stärkere Deckkraft habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht unbedingt gesehen. Dann haben wir hier den Blush Balm Stick von Summer Fridays im Ton Warm Desert. Und was den für mich definitiv aktuell besonders macht, also zum einen liebe ich den Ton, aber gut, so einen Ton findet man auch woanders. Es ist ein Blush Balm Stick. Er hat ein leichteres Coverage, was man aber schon aufbauen kann. Er hat sich jetzt über Puder aufgeben lassen. Plus, das Krasse ist, er hat nicht diesen starken, balmigen Dewy-Effekt, den viele Blush-Balm-Sticks haben. Und das finde ich ganz gut, weil man hat dann einfach weniger Porenfalten herausstechen, was man sonst, wenn man ein bisschen was aufgibt, was mehr Dew hat, natürlich stärker hat. Also wie gesagt, definitiv weniger Dew als die Balm-Sticks von Pat McGrath, obwohl die mir auch sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie lange der hält. So, dann die Natasha Denona, eine die New Palette. Ich bin die wirklich im Moment fast jeden Tag am benutzen. Wir haben jetzt ja heute nur den Shimmer Shade benutzt. Ja, und mir gefällt wirklich jeder einzelne Ton in der Palette. Hauptsächlich natürlich kühle Töne, ein, zwei etwas wärmere. Bin normalerweise eher der Typ für etwas wärmere Töne. Sie gefällt mir aber trotzdem sehr, sehr gut. Ich muss sagen, hauptsächlich mag ich sie halt wegen den Shimmer-Toppern. Ja, und die Qualität ist halt mühelos. Es lässt sich wunderbar einblenden. Man hat keinen Fall-Off, gar nichts. Es ist buttrig, es ist cremig, es ist pigmentiert, es lässt sich verblenden, es ist toll einfach. Also ja, ganz, ganz tolle Alltagspalette. Was mir auch gut gefallen hat, muss ich sagen, waren jetzt hier die Eyeshadow Sticks von Fenty Beauty. Definitiv gefallen sie mir bis jetzt besser als die neuen von Rare Beauty. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe jetzt ja nur einen matten Ton. Ich wollte erstmal schauen, wie der mir gefällt und würde mir dann gegebenenfalls noch einen Shimmer Shade hiervon holen. Stark pigmentiert, hat sich schön einblenden lassen, wie ihr gesehen habt, und ist eine perfekte, schnelle Base einfach, wenn man irgendwas machen möchte. Und dann kann man sich darüber einfach einen Schimmer aufgeben und fertig. Gefällt mir bis jetzt gut. Der neue Anastasia Beverly Hills Mascara, kann ich bis jetzt auch noch nichts Schlechtes drüber sagen. Gefällt mir definitiv, wie gesagt, besser als der alte. Ich habe gerade eben auch noch mal im Badezimmer im Spiegel geguckt und er trennt die Wimpern einfach sehr, sehr schön. Er gibt so einen, ja, so einen schönen, es ist kein fluffy Effekt. Es sieht schon ordentlich aus, aber schön getrennt. Wie gesagt, es sieht sehr fein aus. Es sieht nicht klatschig aus und trotzdem bekommen wir aber Volumen und Länge. Es ist weder extrem viel Länge noch extrem viel Volumen. Es ist wirklich so ein Mittelding. Dann last but not least die Lippenprodukte.
Wie gesagt, hier die Make-up bei Mario Lip Liner. Für meinen persönlichen Geschmack könnten sie halt noch ein bisschen cremiger sein. Das mag ich ein bisschen lieber. Das heißt, ja, ich werde wahrscheinlich nicht nochmal einen von denen kaufen. Sie sind trotzdem sehr, sehr lang anhalten. Das definitiv. Aber wie gesagt, könnten etwas cremiger sein. Und dann hier die Airbrush Lip Cream von Charlotte. Ich werde jetzt heute mal explizit darauf achten, wie lang die Haltbarkeit ist. So vom Finish her gefällt es mir super gut. Ich liebe die Farbe. Es fühlt sich so angenehm an auf den Lippen. Es ist jetzt mittlerweile auch tatsächlich was runtergetrocknet, muss ich sagen. Merke ich gerade. Nicht komplett, aber schon etwas. Ja, und ich hoffe, dass es vielleicht auch ein bisschen länger halten wird heute. Mal gucken. Ich werde euch über alles dann aber nochmal in den Sweet-Reviews, die ich immer mache, updaten. Deswegen, ja, stellt sicher, dass ihr meinem Kanal folgt, um das nicht zu verpassen. Da gehe ich auf alles nochmal ein, was wir hier neu getestet haben. Ich danke euch sehr, sehr, sehr fürs Zuschauen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, falls euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich habe euch lieb und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video. Macht's gut. Muah.